Josef Soderer, heute haben Sie erzählt, Sie haben einen Roman geschrieben, aber das wird nie veröffentlicht sein. Ja, der Roman ist angesiedelt auf der Insel Lesbos. Und die Insel Lesbos war für mich und meine Familie ein Vierteljahrhundert der Aufenthaltsort aller Sommerferien am Meer. Also habe ich die schönsten Erinnerungen als Vater und als Ehemann da hineingegossen in diesen Roman, aber auf einen Hintergrund einer idyllischen Insel, die schlagartig seit letztes Jahr zur Toteninsel geworden ist, wo die meisten von der westlichen türkischen Küste herübergekommen sind, besonders im Winter, jeden Tag Hunderte bis Tausende und sehr, sehr viele zwischen der türkischen Ägäis und der griechischen, also vor Lesbos, ertrunken sind. Also meine Geschichte hat einfach nicht mehr gestimmt, passt nicht mehr. Und ich bin dann selbst auch, ich wollte eine Rahmenerzählung vielleicht herumbauen, damit, es sind immerhin fast 400 Seiten gewesen, aber ich war dann auch im Herbst ich bin um 4 Uhr früh an die Küste, ich bin in der Nacht hin, tausende Menschen sind mir entgegengekommen, ich dachte da, jeder einzelne Mensch mit Kindern am Arm, am Rücken, hat eine viel schrecklichere oder eine viel wichtigere, dramatische Geschichte, als mein ganzer 400-Seiten-Roman hat. Und das kann ich nicht ändern. Und deswegen habe ich mich entschieden, diesen Roman nie zu veröffentlichen. Heute haben Sie auch angekündigt, dass Sie auf Italienisch werden einen neuen Verlag haben. Ja, der neue Verlag ist einfach die gleiche Verlegerin, die ich bei Pompiani hatte, Elisabetta Sgarbi. Ich gehe meiner Verlegerin nach, die hat an mich immer geglaubt und ich fühle mich in der besten, intellektuellen und literarisch sensiblen Umgebung durch sie. Und deshalb, und ich bin ja auch immer in großer Hochachtung zu Umberto Eco gewesen, war auch bei ihm in seiner Mailänder Wohnung eingeladen und er war ja derjenige, der vor seinem Tod ja, glaube einige Millionen bereitgestellt hat, um diesen Roman, diesen Verlag zu finanzieren, diesen neuen, weil er eben nicht von Berlusconi missbraucht werden wollte. So wie ich auch nicht. Ich meine, ich war für 3 Romantitel bei Mondadori. Dann ist erst eben Berlusconi gekommen und hat Mondadori gekauft. Das geht ja in die 50er Jahre, die 80er Jahre zurück. 85, 86 habe ich dort veröffentlicht. Dann bin ich zu Einaudi gegangen und habe 3 Titel bei Einaudi veröffentlicht. Aber dann hat Berlusconi auch Einaudi und da bin ich zu Pompiani gegangen. Und jetzt bin ich halt Nella Nave di Teseo, wo die Kapitänin Elisabetta Sgarbi eben den Verlag und das Schiff führt.
Was denken Sie über Euregio? Schaffen wir ein bisschen die italienische und die deutsche Kultur zu mischen? Es muss ja nicht gemischt sein, es muss gegenseitig angeregt sein, beide Seiten. Ich glaube nicht, das kann man nicht wie ein Kartoffelpüree so mischen. Diese Angst habe ich eben nicht. Man wird ja nur reicher, wenn man sich öffnet. Das heißt ja nicht, wenn ich mich öffne, dass ich selbst verschluckt werde und es mich nicht gibt. Jetzt zum Beispiel, der neue Bürgermeister von Bozen ist ja ein großer Freund von mir. Ich glaube, er verehrt mich sogar sehr. Der Karamaski schreibt ja selbst Romane, hält mich aber einige Stockwerke bescheiden, wie er ist, über seine Schreibliteratur. Aber gerade gestern ist ja zum ersten Mal der Stadtrat zusammengetreten und ich habe heute auch schon im Radio gehört. Also die Idee ist ja auch, dass sie jetzt in den italienischen peripheren Quartieri, dass dort zum Beispiel deutsche, Südtirol-deutsche Musikkapellenkonzerte aufführen. Und dass kulturelle Initiativen in die Quartiere ausgetauscht werden. Dort, wo mehr Deutsche sind, kommen auch italienische Initiativen, Gruppen rein und umgekehrt. Das ist ja nicht Vermischung, sondern es ist ja endlich, dass wir unter einem gemeinsamen Dach auch das gemeinsame Dach leben, erleben. Und insofern, ich meine, Euregio bis jetzt hat sie noch nicht viel verändert, aber immerhin besser, als wenn es sie nicht gäbe. Und sie hat noch immer Zukunft. Letzte Frage, was denken Sie über solche kleine Kultur- und Buchfestival in kleinen Ortschaften wie Trentino Buchfestival in Caldonazzo? Intimität ist immer ein Wert, ist immer, denn heutzutage die Mobilität und Infrastruktur ist ja überall vorhanden. Wir sind ja in einer wohlstands-ersten Welt. Und je kleiner der Ort ist, desto größer ist die Intimität. Und die Leute kommen von, das ist in Österreich überall, da passiert nicht unbedingt immer die Wiener Festwochen, sondern da gibt es im Burgenland, da gibt es in Niederösterreich, in Krems, gibt es, ich bin selbst erst vor 2 Monaten dort eingeladen gewesen, das ist zum 16. Mal internationale Kulturenfestival. Da haben serbische Autoren gelesen, slowenische Autorinnen, österreichische, deutsche aus Luxemburg und so weiter. Und das ist ja, das war in einem Kloster im Stift, Benediktinerstift Göttweig, sehr berühmt über der Donau. Aber Krems selbst ist ein kleiner Ort. Und so gibt es auch Freilichttheater, die gerade in kleinen Orten aber ein großes Publikum über einen Sommer erfahren. Also ich finde das sehr positiv. Das heißt ja nicht, dass die lokale Bevölkerung sozusagen das einzige Publikum ist, sondern das soll natürlich ernst genommen werden und angesprochen werden, aber alle anderen, die von außen kommen, davon abgesehen, dass der jeweilige Ort ja kulturell bereichert wird und auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit eine größere Rolle bekommt. Und deshalb ist es von allen Seiten nur zu beglückwünschen.